Erzähle ich Ihnen eine kleine Geschichte, die wahr sein soll, von dem ganz berühmten Mario del Monaco. Mhm. Der guckte sich gerne um nach jungen Frauen oder jungen Mädchen. Me too. Und da merkte seine Frau bei einer Überfahrt nach New York, dass er einer anderen jungen Frau am Nachbartisch beim Essen schöne Augen machte. Daraufhin ging sie hin zu dieser Dame und hat gesagt, hören Sie zu, mein Mann ist Tenor. Am Tag vorher soll er nicht. Am Tag selbst darf er nicht. Am Tag hinterher kann er nicht. Er singt zweimal die Woche, der eine Tag gehört mir. Sehen Sie? Und wenn jetzt zwei Sänger sind, also ich meine, eine Frau hat das nicht, dieses Problem nicht, aber es geht nicht, nein, man kann nicht. Und man hat auch dann gar keine Gedanken. Man denkt ja an den Abend, man denkt ja an den morgigen Abend und alles das, es geht nicht. Mhm. Wenn zwei Sänger sind, entsetzlich. Furchtbar. Aber wir haben es 13 Jahre ausgehalten, ja. Sie haben MeToo erwähnt. Ist das im Musikgeschäft selbstverständlich gewesen, dass sexuelle Belästigungen, Übergriffe vorhanden es sind? Es ist nicht nur im Musikgeschäft, es ist im Büro, es ist überall. Ich meine, ich glaube nicht, dass es einem Mädchen nicht passiert ist. Der muss schon sehr hässlich sein, muss sagen, oh bitte, MeToo. Mhm. Nein, ich meine, man kann immer Nein sagen, wenn man aber natürlich die Rolle oder die Partie oder irgendwas haben will im Film oder im Theater oder in der Oper, dann lässt man es eventuell mit sich geschehen. Und dann kriegt man vielleicht auch diese Rolle und dann sagt man hinterher MeToo. Also das, naja, also ich bin total dagegen, aber total dagegen, ich finde das unmöglich. Nach 40 Jahren, zum Beispiel dieser wunderbare Dirigent von der Metropolitan Oper, der James Levine. Wissen Sie, das ist eine solche Schweinerei. Der ist jetzt 72 Jahre, sitzt seit 6 oder 7 Jahren im Rollstuhl, weil er falsch operiert wurde mit dem Rücken und so weiter. Und darf jetzt nirgendwo mehr dirigieren. Vor 40 Jahren habe ich das noch mitgemacht, das war in den 60er Jahren oder waren 50 Jahre her. Ja, 50 Jahre, oh, mehr als 50 Jahre her. Da war also irgend so ein schwarzer Vater, hat gesagt, er hat mit meinem Sohn und er wird ihn erschießen, wenn er ans Pult kommt. Weil die Dirigenten bekommen, wenn sie ans Pult gehen, in der Metropolitan einen Scheinwerfer. Ja? Mhm. Er wurde nicht erschossen, er hat dirigiert. Und irgendjemand, also man sagt, es wäre nicht er selbst gewesen, sondern die Metropolitan Guild. Ja? Mhm. Bezahlen ja dann. Es wird ja alles bezahlt. Man wusste es schon seit 50 Jahren, dass sowas passiert. Und jetzt war noch irgendein Orchestermusiker, hat gesagt, er wäre ihm zu nahe getreten. Im Rollstuhl. Ja, also, wissen Sie, das ist so ein Quatsch. Man kann sagen, nein, tue ich nicht.